Hi, ich bin der Günther. Ich mache sagen, wieder willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther The Broken Story. Heute hoffentlich die letzte, aber ich vertraue hier gar nichts mehr. Das Finale läuft inzwischen seit gefühlt 6,5 Folgen. Wir sind immer noch dabei. Ich weiß, dass noch mehr kommt, als man vielleicht hoffen würde inzwischen, weil zwischen der letzten und dieser Folge ist für mich viel Zeit vergangen. Genau gesagt, 3 Wochen oder so. Jetzt hat aber Pixelmatch endlich wieder gestreamt und ich kann deswegen die restlichen Folgen hochladen und auch aufnehmen. Jetzt muss ich mit meinem Team gegen... Okay, das lade ich neu. Bin wieder da. Mit Bossen hast du dich, Fragezeichen, man. Ich hab... Wisst ihr, was toll ist? Wir haben in der Hauptstory ja den Naktara-Bosskampf geskippt aus Versehen. Ich dachte, das wäre ziemlich blöd. Ja gut. Ich sag so. Lieber so als die Pixelmatch-Variante. Er wird den Boss geschlagene 6-mal bekämpfen. Was ist das Fragezeichen, man? What the fuck? Und diesmal in die richtige Richtung drehen. Ist die Musik wieder nicht funktionstüchtig? Also wenn ihr eine andere Musik spielen soll, hat Fragezeichen nein, das verkackt. Ich habe alle Musikdateien im Ordner. Übrigens haben wir ja mein Level 13 Shinox. Ich war im Pixelmatch-Stream bis zu diesem Punkt hier, um nicht gespoilert zu werden dabei. Der hatte schon nach Tara-Kampf das Ding auf 15. Es kann sich entwickeln, obwohl das nicht vorgesehen ist. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Ash. Oh. Ich war mir sicher, dass da noch ein kleiner roter Strich war, deswegen wollte ich mich gerade aufregen. Level up, vielleicht entwickelt sich mein Shinix ja auch noch. Ich rechne damit, muss ich sagen. Vor allem, weil ich ehrlich gesagt recht zweifle, dass das der letzte Kampf ist. Nö, da ist Shinix ja nochmal gut. Auch wenn ich sagen muss, dass ich schon in andere Musiken besser gefunden habe. Wisst ihr was? Nochmal kurz Cut, ich guck mal, ob bei Pixelmatch dieselbe Musik, obwohl nee, mach ich nach der Folge. Ansonsten sehe ich ja, wie lang es noch weitergeht. Also, ist dieser Kampf eigentlich dazu gedacht, dass Shinix hier alles auseinanderpflücken kann? Ich hab das ja alles gewonnen. Aber hey, wenn man nicht weiterkommt, spricht man einfach an Ash vorbei. Da kommt er gar nicht drauf klar und schon hat man gewonnen. Gegen Pikachu kann ich jetzt mal wechseln. Ich meine, ich hab zwar nichts sehr Effektives gegen Elektro, aber hey, chillast. Gönn dir, Harald. Auch nur Level 8. Warum ist das Spiel so leicht? Ja, wieder ein One-Hit. Leute, das ist Ash, der krasseste Pokémon-Trainer, den die Welt je gesehen hat. Oh, dieser Samuse auch. Aber nein, die Charaktere aus meiner Story kommen ja ohnehin nicht mehr vor. Immer mehr, das macht mich schon leicht, Salty. So, das haben wir auch Level 8 sein, ja. Jumanda ist zwar mein mit Abstand schwächstes Pokémon, aber kann es auch sein, dass ich gefühlt in diesem Kampf jeden zweiten Treffer in Crit lande. Für dieser Saal reicht. Quadrut. Leute, Quadrut ist am Start.
bevor wir Überschreitungs machen, den krassesten Gegner, echt stärkstes Pokémon, Quadrup. Guckt mal, das da, das ist Quadrup. Es regnet. Das ist so, so eine Fähigkeit. Die hat Quadrup. Und ja, das macht zu viel Schaden, dann eben doch Chillax. Seht ihr, Quadrup ist nun mal okay. Und ja, ich werde mich jetzt weiter über diesen Namen lustig machen. Man kann es mir ja auch nicht sagen, dass der Name zu limitiert war. Chillax zum Beispiel ist ja schon länger als Quadrup. Ja. Das macht ein bisschen was, aber nicht anders. Alter, wenn ich gegen das Vieh jetzt verliere. Okay, stimmt, das ist ja auch Regen. Deswegen ist die Aquawelle so stark. Ich bin gerade leicht salty. Danke. Jawohl. Quadrup hat eben keine hohe Partei. Und das war's. Wir haben Ash besiegt. Den krassesten Pokémon-Trainer aller Zeiten. Ich nehme das rein, weil ich kenne Fragezeichen. Ich bezweifle, dass das mein letzter Kampf war. Ich bezweifle, dass das der letzte Kampf war. Wow. Ach, Chillax kann sich auch entwickeln. Und kriegt einen Würgereiz. Guck mal, das dreht sich. Sieht aus wie so ein Ninja-Stern. Chillax hat sich entwickelt. Irgendwie habe ich gerade die Sorge, dass wenn ich jetzt falsch mache, ich in die Pixelmatch-Situation gerate und den Typen nochmal bekämpfen darf. Hoffen wir das nicht. Gezeigt. Das mich besiegt, einfach nur wow. Tut mir leid, dass ich die Pokémon zerstören wollte. Heute, ja. Keine Sorge, ich vergeb dir. Ihr hättet mir keinen besseren Sohn wünschen können. Moin, Smiley. An alle, hier staut sich gerade eine Energie an. Oh, jetzt werden gleich ganz überraschend wieder alle Wege in die Pokémon-Welt geöffnet. Was ein unerwarteter Plot-Twist. Eine Energie? Welches Vieh ist das? Super Mystery Dungeon, oder? Naja, jetzt wo du sagst, fühle ich auch. Was ist das? Ein kleines Geschenk an euch alle. Ein Geschenk? Ja, ich konnte noch kurz mit Missinger und Marshadow reden. Sie sind beide sehr dankbar, was ihr gemacht habt und... Du meinst, Donny, ja, ihr könnt jetzt einfach durch die Welten reisen, heißt, yay, yeah, zurück in die Pokémon-Welt. Und wo kommt jetzt ein Pikachu her? Scheiß drauf! Ihr könnt eure Partner hier wieder mitnehmen. Das bedeutet, ich kann endlich Chillax die Welt hier... Ja, Chillax hab ich ja sowieso noch dabei! Story! Logisch! Dass ich immer noch Shinux bin, ist auch logisch. Also, es ist schon krass gerade, ne? Naja, dank Missinger wird genau die Energie erzeugt, die ihr nicht verlieren könnt. Was? In euren Herzen. Und ja,
Jetzt genießen wir Frieden und Ash genießt auch seine Zeit. Wer ist das? Wer ist das? Naja, waren wieder alle glücklich. Pokémon Günther Intro-Musik. Nicht mal in so einem Screen kommen noch meine Charaktere vor. Können die Reorchestral-Personal beginnen? Tiny Woods Reorchestral. Ah, glaubt Lord, Mann. Golgaras. Shiggy ist gleich Mensch, Grimander Endivier ist gleich Pokémon. Sky Beyond Time Darkness und Explosion. Plinfer Mensch, Panflam Pokémon. Gates to Infinity Part 1 und 2 Otaro Mensch, Pikachu Pokémon. Ehre genommen! YouTuber. Special thanks to. Hallo. Ich bin's. Mit wegen Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition. Leute, übermorgen für mich, für euch ist es inzwischen schon in der Vergangenheit. Die nächste Virus Edition! Woo! Musik Silberdorf, 8 PM Animal Crossing City Folk. Floyd Pokémon? Wer die Story nicht kennt, weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist. Aber das trifft's ziemlich gut. Dieser Samen, Pokémon. Team Günther, in der Crossmar war zu groß. Kann Mani, also Günther, Mensch, Lord Ecke. Hä? Hä? Wo ist Lord Ecke denn ein Mensch? Okay, Fragezeichen, das will ich erklärt haben. Lord Ecke, Vulpix, also Lord Ecke als echte Person, nach der das Vulpix benannt ist, ist natürlich ein Mensch. Aber das Vulpix Lord Ecke ist doch kein Mensch. Und Latias ist auch ein Pokémon. Dann natürlich fehlen jetzt noch Nekrosma und Latios und Hydropil, die auch alle Pokémon sind. Aber hey, die gab's gar nicht. Und was das jetzt eigentlich doch schon? Ich hab. Fragezeichen, man hat anscheinend doch irgendwie gesagt, dass es noch 6 oder 7 Kämpfe kommen. Jedenfalls bei Pixelmatch. Nagi-Team aus Super Mystery Dungeon. Nagi-Sensei, also das Kanimani da drüben, ist ein Mensch. Itsuna ist eben das Partner-Pokémon. Dann haben wir Lloyd Domination, das Nachtara, auch ein Mensch. Psycho-Fuxi, Alola Vulpix, auch Mensch. Baldorarius, also das Baldorfisch, kennt man vielleicht hier auch als Zuschauer vom Kanal, auch ein Mensch. Das Manga-Team, Genji's Rescue-Team. Genji ist ein Flamly, also Mensch. Dann haben wir Hydropin Pokémon. Explorers of Flamefire. Panflam heißt es. Ist ein Mensch, Kanimani Pokémon. Darkness Explorer Guide. Schon wieder Panflam Mensch! Innovation! Und dann Shellast-Pokémon, Super Mystery Dungeon Golfer irgendwas, Riolo, oh, Überraschung! Warum ist in jeder Mystery Dungeon Fangeschichte oder was auch immer in allem ist Riolu? Froxy ist ein Pokémon. Super Mystery Dungeon Story Charaktere. Warum stehen wir jetzt in diesem komischen Haus? Ich weiß immer noch nicht, was dieses Haus soll. Ja. Plus Amphibia-Charaktere. Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Darkness Time Sky Story Teams. Ah ja, da, ich hab gerade ernsthaft. Darkrai kommt nicht mehr vor. Plus Raupi, der Businessman aus Lumitest. Gates to Infinity Story Charaktere. Kann man Victini da echt dazu zählen? Rotes und blaues Rescue Team Story Charaktere. Achso, das ist ein Gardevoir, kein Galagladi. Ich wollte gerade sagen, wo kam da Galagladi? Team Minis von Ruby Destiny Rescue Rangers. Die kamen vor?
Wo denn? Das bitte Pikachu aus Rescue Rangers. Also Rescue Rangers weiß ich wo, aber wo denn in dem Spiel? Die Toda Brothers, ach ja, ich weiß noch, bei denen hatte ich immer tolle Synchronisation. Ich weiß zwar, wo die alle in Rescue Rangers vorkamen, aber die waren doch gar nicht in dem Spiel hier drinnen. Gildenleitung aus dem Team. Eigentlich nicht wirklich eine Gilde, aber... Irgendein random Team aus Team Himmel. Willst du mich jetzt verarschen? Noch ein random Team. Warum sind die alle hier? Team Minis von Rot und Blau. Team Skull. Die Spaten, gegen die man nie einen Kampf bekommen hat. Team Scham. Uff. Team Scham, der die Bonus-Episode von denen Team Himmel nicht kennt. Aua. Team Schlingel aus Himmel. Was für Keks. Warum seid ihr hier? Ihr habt nichts in dieser Geschichte gemacht. Wo wart ihr überhaupt? Ja, jetzt sind wir beim besten Team. Tschüss. Warum? Fragezeichen, Mann. Warum sind die alle hier? Warum? Die gab's in Team Himmel? Wer waren die noch? Also die sagen mir irgendwas, aber... Ja, die sagen mir was. Die wieder absolut nichts. Die habe ich noch im Kopf. Ich glaube, die waren alle aus der Battle Arena, aber... Ja, Clinch. Warum sind hier jetzt alle random Teams aus der Reihe, Alter? Team Slacker. Das Erkundungsteam ohne jegliche Motivation. Das schreibt man anders. L-E-A-F. Greenleaf. Grenzland aus, Time Darkness Sky. Bestimmt, die sind auch irgendwo rumgerannt. Haben mich immer gewundert. Team Spassi. Wen willst du noch vorstellen? Wo gab es euch? Ihr seid Leute, die kenne ich nicht mal. Wer seid ihr? Ich kenne diese Teams nicht mal. Aber sie sind okay. Ich sag einfach nichts mehr dazu. Endlich mal wieder ein halbwegs bekanntes Team. Oh nein, nicht Sky Fortress. Wenn ich das höre, habe ich schon keinen Bock mehr. Das ist ein Fangame, das ich tatsächlich mal angefangen hatte zu spielen. Aber an dem Punkt, an dem es so locker lief, und ich speichere ja nicht oft während meinen Aufnahmesessions. Als es locker lief und ich nach einer Stunde auf einmal in der Wand gebackt war und nichts mehr machen konnte, hatte ich keinen Bock mehr. Hä, wer seid ihr? Raupi auch nochmal dabei? Ich kommentiere es am besten gar nicht mehr. Ah,
die kenne ich noch. Die waren komisch. Und die auch. Pokepack Duo 1 und 2. Ja. Jedes Pokémon aus jedem Pokémon Mystery Dungeon Trailer. Ah ja. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Project Cruise. Heißt es nicht Cruzy ohne R? Guck ich nochmal nach. Ship to Infinity. Das ist halt mein Gates to Infinity Team. Das ist mein Team. Time. Irgendwas an. Ich kenne die nicht. Also das Team sagt mir was. Ernsthaft? Agisense hat man einen Dub gemacht? Ich kenne auf jeden Fall einen Comic mit dem Team, aber ich glaube, das ist ein anderer, den ich kenne. Fanflash Fing. Aha. Es kommt hier nur noch Gelaber über irgendwelche Teams. Opening. Goodbye, my boy, by Lady Cover 95. Also einige von denen kenne ich nicht, aber ich könnte auch noch welche hinzufügen, die anscheinend Fragezeichen Man nicht kennt. All this time PMV. Jetzt kommen PMVs oder was? Das ist jetzt echt ein bisschen übertrieben, oder nicht? Das kenne ich aber. Im Moment ist gefühlt das einzige, kenne ich es oder nicht, aber das meiste kenne ich nicht. Ich bin eher im Comic-Bereich als bei irgendwelchen komischen YouTube-Sachen erfahren, aber da könnte ich einiges hinzufügen. Aber eins erwarte ich jetzt echt noch hier zu sehen, ansonsten wäre das absolut enttäuschend. Ich meine, ein Team war ja sogar im Spiel implementiert aus dem Comic. Ja, das kenne ich, das ist leicht merkwürdig, die Animation, aber lustig. What the fuck? Dieser Samen von Dub mit Glurak, da mal Ruffled Rowlight. Das erste Sword and Shield Mystery Dungeon Fanart. Fehlt nur noch das dazugehörige Spiel. Aha. Und Ultra Let's Play. I am Xatu Comic Dub. Alter! Diese Comic-Dubs sind halt gefühlt 2,5 Sekunden lang. Ja, den kenne ich wieder, den Comic. Kommen jetzt ein paar Comics? Ja, jetzt kommen Comics! Auch wenn das Formion, ich hätte eher Glutex so reingepackt. Ja, Comic-Time, jetzt kenne ich was. Wenn jetzt irgendwer kommt, den ich nicht... Ah, doch. Das Ledian hat mich wieder verwirrt. Wenn irgendwer kommt, wer ist das? Ja, die meinte ich ja. Guardians of Hope waren ja sogar hier im Spiel mit implementiert. Das kenne ich auch nicht. Aber ich wette, im Fanfiction-Bereich kenne ich mich besser aus. Rising Thunder sagt mir jetzt auch nichts. Das ist wieder Fangame.
Da kenne ich mich eh nicht so. Ja, jetzt sind Fangames, in denen kenne ich mich nicht so aus wie in Comics. Heritage. Crisis. Irgendwas. Und Sora. Tinova. Danke. Danke dafür, Fragezeichen, man. Ich hab das Hörspiel doch nicht fertig gehört. Jetzt hast du mich gespoilert. Von kleines Pika. Euch hatten wir schon mal. Warum seid ihr noch mal hier? Hörspiel. Wunder einer Winternacht. Habe ich schon mal vorgeschlagen bekommen, aber nie angeguckt. Alte Dame, Alter. Die Enkel sind Mina und Pluse. Guardians of Light. Warum sind hier so viele? Guardians of the Universe. Alle YouTuber. Welcher? Ich bin das. Warte, jetzt ist die gute Frage. Soll das Seemops mich darstellen oder das Kaniman? Eins der Kanimani. Wahrscheinlich das Kanimani oben neben Lord Ecke. Andererseits wäre es dann das Seemops. Zeitzeichen, Taike, Pokefins, Lucky Peter LT, nochmal Lucky Peter LT, Ultra Let's Play, Shadow King, Red Throat, Destiny Jagold, plus Shinux, plus Genji, plus Knuddluftgeld der Discord-Server-Mitglieder. Ha, Seemops, Ibims. Guildmaster Shiggy ist Fragezeichen, man. Guildmitglieder, Glibunkel, Pixelmatch, Silberrang, Krebskorps, Baldor, Bronze, Evelyn, Missouri, Magnetio ist Becky, Günther ist Seemops, Normal, Galagladi, Mr. Ultimativ, Zwirfin ist Pokefinst, Zwierlicht, Shadow King, zusätzliche YouTuber als Pokémon, Günther aus der Dönerbude als Kanimani. Ich will mich so richtig episch verbeugen und mir rutscht so mein scheiß Headset weg. Danke, danke. Lord Ecke. Das Wulupix. Nee, Wulupix. Lord Ecke. Olaf Nen 500 als Shiny Tangulist. Nagi Sensei als Karmiyami. World Domination als Nachtara. Saku Fuxi als Alola Wulpix. Nightmare LP als Pikachu. Knochenmotte, der immer da ist, ohne dass ich es bemerke. Sehr vielen Dank an alle. Gastcharaktere. Missingo. Sans. Sans in Smash! Hab ich mir schon geholt und gezockt. Sora aus Kingdom Hearts. Cloud von Final Fantasy. Waluigi. Genau. Aus Super Mario Dance Dance Remix. Ich hoffe, du kommst in Smash. Aus PM Universe. Snow King aus WiiWare. Das hatten wir doch auch schon, oder nicht? Team Bimbot! Ja! Da bin ich jetzt glücklich! Team Bimbots, ja! Magitio, Johnny und Fully! Pokémon Mystery Dungeon, Red Dress und Blue Rescue Team auf Spiros Inn. Das muss man gesehen haben, es ist so geil! Also, wer keine Humor hat, guckt es nicht. Es ist so bescheuert, aber so geil! Magitio, Alter, der Ehrenmann! Ja, bei Spiros Inn. Go-Getters aus Ruby Destiny Rescue Rangers. Und mein MLP ist auch dabei. Fragezeichen-Man mag Dragon Choke und Shellust.
Ultimate, Shinyx und Anton, okay, kenne ich jetzt nicht persönlich. Ende. Endlich habe ich mich durch die ganzen Credits durchgeklickt. Du willst also die Nob-Liga...